Sie müssen denken, ich war das. Endlich. Geschafft. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Das könnte helfen. Yeah.
Es ist der einzige Weg. Göttinnen oder Kreaturen, was auch immer sie sind. Es spielt keine Rolle, solange sie dich verfolgen. Von wem sind diese Schnitzereien des Reihers und der Eklipse? Ich muss Unuratu danach fragen. Mm.
Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Falls du mich hörst. Ich bin hier. Wir sind nicht bei Unuratu, sondern in einer Höhle in der Nähe. Am Eingang sind ein Reiher und eine Eklipse. Bin unterwegs. Vielleicht können Sie uns unterstützen. Hast du sie? Es war eine Falle. Die Schatulle war schon weg und Unuratu wurde gefangen genommen. Schon gehört. Wir arbeiten einen Plan aus. Sie halten sie im Gefängnis beim alten Tempel gefangen. Hakan hat dort angegriffen und sitzt jetzt auch dort. Wir greifen die Brücke an, die zum Gefängnis führt. Ziemlich aggressiv. Ich könnte hier hochklettern, sie befreien und dann das Zeichen zum Angriff geben. Könnte funktionieren. Edsley erkundet den Tempel im oberen Teil der Stadt. Er findet einen Weg rein. Ich rede mal mit ihm. Die Verstärkung ist bereit, sobald ihr draußen seid. Klingt gut. Für Stärke und Sicherheit. Vielen Dank. Lara. Ich werde sie da rausholen. Weiß. Wurden wieder Rebellen gefangen genommen? Ishik, vielleicht kannst du helfen. Ich habe 5 Männer geschickt, um Waffen für die Rebellion zu stehlen. Aber die Mission ist gescheitert. Früher hätte ich sie selbst angeführt. Aber ich kann nicht mehr kämpfen. Nicht mal mehr laufen. Sonst huste ich wieder Blut. Aber ich kann immer noch gut planen. Zumindest bis heute. Meine Kameraden hängen jetzt in der Unterstadt an Pfählen als Warnung. Und das werden sie, bis sie sterben. Nicht, solange ich da bin. Ja. Mit der Schlangenwachenkleidung kannst du alle 4 losbinden und niemand verdächtigt dich. 4? Waren bei der Mission nicht 5 Mann dabei? Doch, Kolki führte sie an, aber er wurde nicht gefangen genommen. Niemand hat ihn gesehen. Wahrscheinlich ist er tot. Mal sehen, was ich tun kann. Verflucht sollen sie sein. Du solltest wachsam sein, Aau. Der Aufstand ist beendet, aber sie sind noch da. Allein bist du ein Ziel. Bis jetzt bin ich mit jedem Rebellen klargekommen, den ich getroffen habe. Schön gesagt. Aber gegen uns haben sie keine Chance. Obwohl sie wie Dämonen kämpfen. Es geht um ihr Überleben. So viele Gefallene. Viel mehr Rebellen als Kultisten. Chachebanu chikin topikonov. Chenhumpel batelilu chhel bishunahe. Beishan in tukun. Minano nukolov, malov. Yetel mishuts kansani lobi. Chokili uhets tantike. Beili kun uchulo. Hachwahel umbinton utsil waminan kukulkantik wignalone?
Deni. Was ist das für ein Dialekt? Ich muss etwas übersehen. Dominguez hat Unuratu. Und an den gefangenen Rebellen wird ein Exempel statuiert. Was für ein Chaos. Dafür habe ich nicht genug Platz. Lara, deine Verkleidung ist gut. Ich kenne die Parole für das Gefängnis, in dem meine Mutter sitzt. Unschuldsaugen blinzeln im Lichte, wenn die Schwäche schwindet. Verstanden. Wir holen sie raus, Edsley. Da ist noch etwas. Hakan wurde ergriffen. Alle unsere Rebellen müssen uns im Kampf unterstützen. Der Vater meiner Freundin Kayara. Mal sehen, was ich tun kann. Wenn er geopfert wird, ich... Das muss Kayara sein, das Mädchen, das Edsley meinte. Dann ist Hakan in dieser Zelle. Ich muss ihn irgendwie rausholen. Vielleicht geben die Rebellen auf. Es tut mir leid, Ahu. Bitte tu mir nichts. Ich wollte nur meinem Vater Lebewohl sagen. Ich werde dir nichts tun, Kayara. Ich gehöre zur Rebellion. Woher kennst du meinen Namen? Dein Freund Edsley meinte, ich soll dir helfen. Oh, wirklich? Ja. Sag mir doch einfach, was passiert ist. Mein Vater gibt Kukulkan die Schuld an Mutters Tod. Ich sagte, nichts bringt sie zurück, aber er wollte nicht hören. Er wollte Kukulkan töten und jetzt wird er sterben und ich habe niemanden mehr. Hey, es wird schon wieder, Kleine. Vielleicht kann ich helfen. Wirklich? Hier sind noch andere Rebellen. Sie wollen auch helfen, aber sie haben zu viel Angst. Vielleicht kannst du sie überzeugen. Ich werde mein Bestes tun, Kayara. Versprochen. Sie werden dir deinen Vater nicht nehmen. Danke, Ahu. Nenn mich Lara. Das ich will den Gefangenen sehen. Bei allem Respekt, Ao. Kukulkan selbst hat seine Hinrichtung angeordnet. Und du solltest zu deiner eigenen Sicherheit den Platz verlassen. Ach, das ist zu schwer. Ich brauche Hilfe. Tritt zur Seite und lass mich zu dem Gefangenen. Wie schon gesagt. Der Mann wird auf Befehl von Kukulkan hingerichtet. Niemand darf hinein. Es tut mir leid, auch. Ganz ruhig, ich bin eine Freundin von Unuratu. Ich will den Gefangenen befreien und ich brauche deine Hilfe. Natürlich, aber die Wachen töten uns sofort. Kümmere dich erst um sie, dann helfe ich dir. Ich will den Gefangenen befreien. Ich brauche aber Hilfe. Du musst Ishik sein, von der Unuratu sprach. Wenn es sicher ist, helfe ich, die Tür zu öffnen.
Sei gesegnet, Ao. Genießt du die Hinrichtungen? Die Hinrichtungen? Natürlich. Aber du musst jetzt das Gebet einstellen. Vergib mir, Ao. Aber bist du nicht besorgt? Besorgt? Weswegen? Kukul Khan hat in letzter Zeit so viele Leute zum Opfern geholt. Nicht nur Rebellen, dass ich... Naja... Du glaubst, hier gibt es zu viel Tod? Ich weiß, die Götter müssen bezahlt werden, damit die Sonne nicht stirbt, aber... Mach dir keine Sorgen. Die Todeswelle ist bald zu Ende. Vertrau mir. Gigitanov. Vielleicht geben die Rebellen auf. Traurig, dass ein Mädchen heute zur Waise wird. Aber vielleicht sendet diese Hinrichtung ja genau die richtige Botschaft. Die Rebellen bedrohen die Harmonie von Paititi. Manche denken, diese Harmonie gibt es nur hier bei uns in der Oberstadt. Bei allem Respekt, Ao. Ich habe mein Leben doch nicht selbst gewählt. Es war ein Geschenk der Götter. Jedes Leben ist ein Geschenk. Tritt zur Seite und lass mich zu dem Gefangenen. Wie schon gesagt, der Mann wird auf Befehl von Kukul Khan hingerichtet. Niemand darf hinein. Tut mir leid, Ao. Spielst du für einen Boten der Götter deine Instrumente? Es wäre uns eine Ehre, Ao. Verdammt, das war das Horn. Die Wachen gehen wieder auf Posten. Genug gebetet für den Moment. Bitte blas ins Horn. Natürlich. Würdest du jetzt spielen wie verlangt? Es gibt bestimmt einen Grund, aber bleib trotzdem wachsam. Sieg auch noch. Findet diese Hinrichtung jemals statt? Bist du noch dabei? Sobald die Wachen weg sind, weiß ich, was zu tun ist. Okay, die Wachen sind weg. Müssen wir jetzt los? Es ist sicher. Hilf mir mit der Tür. Ja, wir müssen los. Das müsste klappen. Was willst du, Priester? Keine Sorge, ich bin eine Freundin. Ich habe keine Freunde, die aussehen wie du. Vertrau mir, ich bin ein Wolf im Schafspelz. Deine Tochter wartet. Kannst du gehen? Kayara! Verdammt! Kayara, geh! Bring dich in Sicherheit! Ich finde dich! Ich finde einen Weg hier raus. Jetzt erinnere ich mich. Du bist die Fremde, die bei Honorato in der... Und war es nichts... Hier durch. Bleib bei mir. Das ist die alte Kaserne. Hier lang. Kayara, ich komme. Der Ausgang ist blockiert. Zocking Walletage. Kabe in Puzzolon, Tekako. Gemeinsam können wir den Stein verschieben. Danke, dass du mir den Weg gezeigt hast. Du hast geholfen. Nicht den. Den Weg zu dem, was wichtig ist. Meiner Tochter. Hier, dieses Messer gehörte meiner Frau. Ich wollte Kukul Khan damit töten. Ich brauche es nicht mehr. Papa! Oh, Kayara! Ich dachte schon, ich würde dich nie wiedersehen, Papa. Es tut mir so leid, mein süßes Kind. Lass dich ansehen. Ich verspreche, dich nie wieder zu verlassen. Komm, gehen wir nach Hause.
Jackie. Schulz' Augen blinzeln im Lichte, wenn die Schwäche schwindet. Du darfst hinein.